Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich freue mich, Stefan Franke heute begrüßen zu dürfen. Stefan war bereits in der vergangenen Staffel schon für eine Doppelfolge zum Thema Remote Viewing, sprich Fernwahrnehmung, bei mir zu Gast. Es sind im Nachhall doch noch einige Fragen von unseren Zuhörern und Zuschauern gekommen, die ich heute mit Stefan adressieren möchte. Ich bin sehr gespannt. Hallo, lieber Stefan. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Es gibt einiges zu besprechen. Ja, hallo. Ist ja schon eine Weile her. Seit dem letzten Ja, Teil. Ich habe eben auch mit Schrecken festgestellt, es ist schon 11 Monate her, seit unsere zweite Folge veröffentlicht wurde. Und wir haben aber beide auch sehr viel Arbeit gehabt, sehr viele Projekte gehabt. Und das Jahr ist irgendwie so schnell vergangen, dass ich mit der Produktion von neuen Folgen auch so ein bisschen hinterher geraten bin. Und wir haben vorhin kurz gesprochen und ich habe es auch in deinem Blog gesehen. Bei dir war der letzte Eintrag, gibt es eine Erfolgskrise bei den Remote-Viewern? Und das finde ich ganz spannend. Vielleicht kannst du da zu Anfang ein bisschen was zu sagen, was da so passiert ist bei dir und überhaupt in der Sparte. Also da müsste man ein bisschen ausholen. Ich fange mal mit Ingo Swann an, also im Prinzip dem Erfinder des Remote Viewing. Und der hat mal vor etwa 50 Jahren, so Anfang der 70er, soll er mal gesagt haben, dass das Remote Viewing eigentlich 50 bis 100 Jahre zu früh entdeckt wurde. Und wenn man nach den 50 Jahren geht, dann sind wir jetzt genau in dem Zeitpunkt, wo diese vorbei sind. Und es gibt vor allem seit letztem Jahr gibt's eine enorme Interessensexplosion am Remote Viewing. Also es gibt so viele Auftragsanfragen und Ausbildungswünsche, da kommen wir gar nicht mehr wirklich hinterher. Also wir haben jetzt schon Wartelisten von teilweise vielen Wochen oder sogar mehreren Monaten. Und deshalb habe ich kürzlich auch einen Artikel geschrieben, Remote Viewing in der Erfolgskrise, Fragezeichen. Ich weiß gerade nicht, wie es international aussieht, aber so in unserem Umfeld ist das halt enorm explodiert und das muss man dann auf jeden Fall auch noch erweitern. Also was vor allem fehlt, sind erfahrene Viewer für Aufträge, also die wirklich schon jahrelange Erfahrung damit haben. Da ist man sehr knapp. Und deshalb laufen ja jetzt auch schon Bestrebungen ja mit anderen Gruppen, die sehr erfahren sind, auch zusammenzuarbeiten und da vielleicht Abhilfe zu leisten. Und das liegt eben gerade an dieser Interessensexplosion seit einem Jahr ungefähr. Das ist immens angestiegen. Das hat uns dann auch, also wir wussten durch unser Zukunftsprojekt, dass diese Themen einen großen Interessenssprung machen werden in den 2020ern. Da hatten wir eher immer so die Mitte bis Ende 2020er. Nur, dass das jetzt plötzlich so hoch geht, also das hat dann mich auch überrascht. Ja, und jetzt arbeiten wir halt, jetzt überlegen wir uns gerade, wie man die Strukturen da effizienter machen kann, um da überhaupt noch hinterherzukommen bei den ganzen Anfragen. Ja, und ich kann das bestätigen. Also mir geht es ähnlich, auch in meinem Bereich mit dem außerkörperlichen Erfahrungen und allem, was damit zusammenhängt. Auch bei mir ist die Nachfrage tatsächlich explodiert. Das hat schon so ein bisschen in der Pandemie angefangen, ne, und da habe ich das immer noch so ein bisschen darauf zurückgeführt, dass ich gedacht habe, naja, es gibt ja nicht viele, die was machen. Ich war einer der wenigen, die tatsächlich gereist sind und Workshops gegeben haben und aber es reißt nicht ab, ganz im Gegenteil. Und ich frage mich auch schon, wie soll ich das weiter stemmen? Ne? Man muss, ich habe jetzt zum Glück mit Unity eine größere Plattform für Leute, die eben auch nicht Präsenz machen können und das dann online erleben dürfen. Und das hilft schon mal so ein bisschen. Aber ich habe schon immer auch so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man kann ja auch nur so viel machen. Ne? Und irgendwann ist auch ich will nicht sagen die Luft raus, aber man ist an seinem Limit angekommen. Ne? Und dann, ja, also interessant. Auch Situationen, wo man delegieren muss zwischen unterschiedlichen Anbietern schon teilweise, weil die Wartezeiten da eben so groß sind. Und es gibt Aufträge, da kann man nicht monatelang warten, sondern da geht es um wichtige Sachverhalte, die geklärt werden müssen, also zeitkritisch auch. Da muss man halt schauen, okay, wo können wir das jetzt hin platzieren? Wo sind erfahrene Viewer? Und wer kann den Auftrag noch innerhalb dieser Zeitknappheit durchführen, sage ich mal. Und da muss man teilweise schon delegieren. Und das wollen wir auf jeden Fall effizienter kriegen jetzt für die nahe Zukunft. Geht das mit den Aufträgen in eine spezifische Richtung so thematisch oder ist es so querbeet ein, dass Leute einfach generell mehr diesen Service in Anspruch nehmen möchten?
Also es geht vor allem, man sieht den Wunsch heraus, sowas wie berufliche Optima. Also bei den Leuten ändert sich gerade grundsätzlich was im Leben. Fragen sich, ob sie ihren alten Beruf noch machen wollen, fühlen sich nicht mehr erfüllt und schauen und lassen dann halt nachschauen, okay, was ist denn mein berufliches Optimum? Gibt dann halt so eine gewisse Vorgabe, die man da machen kann. Also gewisse Optionen, die die Leute dann schon in der Vorstellung haben und auch immer eine sonstiges Abfrage, also falls es überhaupt nicht aus diesem Bereich wird. Und ja, das sind dann eben, das wird dann abgefragt, was ist der optimale Beruf vom Parameter her im Sinne von Erfülltheit, also dass es schon so in Richtung Berufung geht und natürlich auch finanzielle Stabilität, also dass man da auch von leben kann, dass es halt nicht nur idealistisch ist. Und da wird dann halt das Optimum davon abgefragt. Und das sind sehr häufige Aufträge, gerade seit letztem Jahr. Und dann eben auch so Sachen wie, was dann auch mit grundlegendem Wandel des Lebens zu tun hat, nächster optimaler Umzugsort zum Beispiel oder gar nächstes optimales Land und so. Oder was haben wir noch? Ja, gerade auch so Aspekte, die eigenen Potenziale entfalten, Stichwort Deep Mind Probes, also unbewusste Aspekte abfragen, Stärken, Schwächen und so weiter. Eben auch schauen lassen, in welche Richtung geht eigentlich die Berufung im Leben. Und man kann ja auch so verrückte Sachen machen wie, warum ist man überhaupt hierher gekommen? Was war denn der Inkarnationsgrund? War das mehr so im Affekt oder hat man sich da vorher schon eine komplexe Mission zurechtgelegt oder so? Und ja, da kann man ja alles Mögliche machen. Und vom Feedback her ist es immer ja äußerst plausibel, was da bisher so zurückkam. Ja, spannend. Das war in der Tat auch eine der Fragen, die von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin gestellt worden ist, ganz konkret mit dem Berufscoaching, nenne ich das jetzt mal, unter der Zuhilfenahme von Remote Viewing, weil das ist auch eine Sache, die jetzt nicht unbedingt so tief philosophisch ist, ne, oder für die ganze Menschheit irgendwie bestimmt, sondern hier geht es sehr persönlich. Und mir persönlich war das auch gar nicht klar, bevor wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, dass man tatsächlich auch Menschen sehr direkt und konkret helfen kann oder sie dabei unterstützen kann, Dinge zu entdecken, die sie über sich selbst vielleicht gar nicht wahrnehmen oder wissen bisher. Also geht das über dein ganz normales Protokoll dann auch, das du nutzt? Genau, ja. Ist das Gleiche. Da bin ich nämlich dann auch gleich schon bei der nächsten Frage. Beziehungsweise, bevor wir jetzt rübergehen auf die nächste Frage, gibt es da Einschränkungen? Jetzt kommt jemand und sagt, ich bin falsch in meinem Job. Meinetwegen, ich bin Krankenschwester und mir gefällt das nicht mehr. Und ich möchte, ich weiß nicht, sagen wir mal, Yoga-Lehrerin werden. Wie konkret kannst du da sein, indem du sagst, dass es passt oder das passt nicht? Und worauf basiert das dann genau? Also man kann natürlich, wenn jetzt schon ganz fix der Berufswunsch feststeht für den nächsten Beruf, dann kann man natürlich ein Optimum machen und schauen, wie kommt man am besten dahin? Wie macht man diesen Wechsel quasi? Wo es ein bisschen schwierig ist, wenn überhaupt keine konkrete Vorstellung da ist, was man jetzt als nächstes machen möchte. Also wenn man sich einfach nur unerfüllt fühlt, aber eben nicht weiß, ja, was ist die Ursache davon? Das kann man natürlich auch nachschauen. Aber gerade wenn man so ins Blaue hinein einen optimalen Beruf beschreiben soll, ohne irgendeine Richtung zu haben, dann verbraucht man eben sehr viel Sessionzeit, um das irgendwie zu umschreiben. Dann können das halt ja auch recht vage oder abstrakte Eindrücke sein. Da kommt vielleicht was Handwerkliches oder was mit Energien oder spirituell. Es ist jetzt nicht so, dass man plötzlich einen Begriff bekommt, das ist jetzt die Berufsbezeichnung oder so. Also da muss man sich eben durch Beschreiben heranarbeiten. Ja, macht auch Sinn. Ja, dann zum Protokoll. Es kam eine Frage, dass es eben unterschiedliche Ansätze im Remote Viewing gibt und dass es Schulen in Anführungsstrichen gibt, die unterrichten eine andere Art von Protokoll. Du hast ja das Protokoll der 6 Stufen, was du anwendest. Und andere haben zum Beispiel, ja, die Abfrage der Wahrnehmung erfolgt über einen starken kurzfristigen Fokus. Gibt es da ein, ja, was ist besser oder was ist konkreter? Was ist deine Meinung dazu? Ist es möglich, auch auf andere Art und Weisen zu lernen oder ratsam? Also das Grundprinzip, das ist eigentlich immer gleich.
Was eben wichtig ist, ist das Wechselspiel zwischen den Gehirnhälften sozusagen. Also man fängt dadurch an, dass man zum einen den Verstand beschäftigt hält, indem man zum Beispiel ganz normale serielle Abfragen macht. Beispielsweise beschreibe das Aussehen der Linie, wie verläuft die Linie im Ideogramm und so weiter. Und dann quasi parallel dazu oder direkt danach reinfühlt, okay, was nehme ich da jetzt, was kommen mir spontan für Farben in den Sinn oder für Oberflächen oder für Gerüche und so weiter. Das ist dann immer so ein Wechselspiel, also serielles Beschreiben, reinfühlen, serielles Beschreiben, reinfühlen und so weiter. Und dieser Prozess, der ist halt am Beginn einer Session immer notwendig, um diese Gehirnfunktion aufzubauen, um den Verstand, der sonst alles rausfiltert, quasi beschäftigt zu halten währenddessen. Und das muss eben gegeben sein. Also das sollte man nicht verändern. Da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten, dass man zum Beispiel ein großes Ideogramm macht und das sehr genau dekodiert oder drei kleine, die man nur kurz dekodiert und so weiter. Aber es sollte auf jeden Fall dabei sein. Also man sollte diese Anfangsfunktionalität des Protokolls nicht überspringen. Sonst kann man es auch ohne Protokoll machen. Ja, sehr interessant. Vielen Dank dafür. Dann hat die Regina eine sehr komplexe Frage geschickt. Gibt es eine Antwort, ob die Menschheit, also auch ich, aus der scheinbaren Vergangenheit das eigene Verhalten, wie zum Beispiel schreckliche Kriege zu führen, Brutalität, Hass, Missbrauch, Folter, verändern kann oder müsste, um ja aus den erkennenden Fehlern zu lernen? Also es ist im Grunde wie beim Individuum, also dass man diese Muster eben durch Selbsterkenntnis und durch Aufarbeitung und überhaupt an diese Muster ranzukommen, wenn die ins Unterbewusstsein verdrängt sind, dass man dort rankommt und die eben dann transformiert. Nennt man ja auch Schattenarbeit. Und was wir jetzt immer mehr erleben, ist auch eine gesellschaftliche Schattenarbeit von der ganzen Menschheit. Und da kommt eben sehr viel, ja auch sehr finsteres Zeug ans Licht, wie man ja mitbekommt. Aber das gehört eben dazu. Und ich finde da auch den Ansatz von Mindwalking interessant, vom Ulrich Kramer heißt er, glaube ich. Und der spricht da von Dramatisierungen, also dass die Menschheit tatsächlich noch so Urtraumata hat. Es kann zum Beispiel Untergang von Atlantis oder so gewesen sein. Und diese dann immer wieder, weil es im Unterbewusstsein halt durchlebt wird und nicht transformiert wird, nicht ans Licht kommt, das wird immer wieder durchlebt und in immer wieder neuen Dramen durchgespielt, zum Beispiel Kriege. Also es immer wieder Kriege dadurch entstehen, immer wieder ja, Weltuntergangspaniken, die man ja dann auch alle paar Jahre hat. Das scheint da recht verwurzelt zu sein. Und im Remote Viewing haben wir gesehen, bei dem Zukunftsprojekt, dass also wir haben im Prinzip noch zwei konkurrierende Timelines, aber wenn es mehr in diese bewusstseinsmäßige Timeline geht, das andere wäre eher eine transhumanistische Timeline, würde ich aber von abraten, weil die führt halt in Stagnation letztlich, auch wenn das für manche sicherlich faszinierend ist mit dem Transhumanismus, aber es sollte eher in diese bewusstseinsentwickelnde Timeline gehen, und dort sieht man eben diese Prozesse, ja, der Selbsterkenntnis der Menschheit, dass da wirklich was Großes bevorsteht, aber was eben auch sehr ja anstrengend ist, sehr schmerzhaft ist, weil da eben auch schmerzhafte Themen, die über Jahrtausende existiert haben oder vor sich hingeschwelt haben, plötzlich an die Oberfläche kommen, also innerhalb von kürzesten Zeiträumen. Und ich denke, da werden wir auch jetzt im restlichen 21. Jahrhundert, werden wir da noch eine Menge erleben in der Hinsicht. Also es wird noch spannend. Ja, das denke ich mir auch. Jetzt ist die Frage nach dem Sinn des Ganzen, die hat Regina noch angehängt, weil es für sie unvorstellbar ist, dass die Seele oder das höhere Selbst solche erschreckenden, sich immer wiederholenden Erfahrungswerte erleben möchte. Was ist der Sinn dahinter? Ja, das ist eine gute Frage. Also das haben wir uns speziell noch nicht angeschaut. Da würde ich dann wahrscheinlich auch immer aufs einzelne höhere Selbst gehen, weil da gibt es sicherlich auch verschiedene ja, persönliche Motivation. Ich denke einfach mal zum einen, die Erde ist halt ein sehr effizientes Lernsystem auf einer sehr anspruchsvollen Stufe. Zum anderen, also da bin ich ziemlich bei Robert Monroe, wie der das damals beschrieben hat, dass viele Menschen sich einfach verstricken und danach süchtig werden und sich dann gar nicht mehr an den Ausweg erinnern.
und immer wieder zurückkommen, ja, ich muss ja noch das erledigen und ich konnte das im letzten Leben nicht machen und so weiter. Und dadurch verstrickt man sich in diese ganzen Geschichten auch. Ich meine, da gibt's ja ganze, ich glaube, im Buddhismus zum Beispiel gibt's ja ganze Richtungen, die wirklich daran arbeiten, wie kommt man da wieder raus, sozusagen. Also Stichwort Nirvana und sowas. Und das scheint wirklich ein großes Problem zu sein, bei der Menschheit auch. Aber das ist eben auch was, was man wiederum durch Selbsterkenntnis lösen muss. Und eben auch über Erkenntnis von diesen Mechanismen, diesen Inkarnationsmechanismen und so. Und das sind eben Sachen, die kann man per Remote-Führung sich anschauen. Oder eben auch selbst erleben durch vollbewusste außerkörperliche Erfahrungen und so. Oder eben durch Rückführungen. Also da kommen viele Disziplinen auch zusammen, die da hilfreich sind. Ja, und ich darf an dieser Stelle vielleicht verweisen auf die Arbeit von Dolores Cannon, eine amerikanische Hypnotherapeutin, die sehr interessante Literatur zu diesem Thema auch verfasst hat, wo sehr viel oder auch die Arbeit von Michael Newton, was die Life Between Life, Leben zwischen den Leben, Rückführungen angeht. Da ist sehr viel Informationsgehalt und Erfahrungswert auch zu finden, wen das interessiert und wer da ein bisschen tiefer eintauchen möchte. Nächste Frage hier in meinem Katalog. Wie werden denn deine Wahrnehmungen oder Eindrücke während des Remote Viewing an die Oberfläche gebracht? Was sind es Bilder, Gefühle, Emotionen, intuitive Eindrücke? Wie funktioniert das? Ja, das ist wirklich eine sehr häufige Frage, die man da bekommt. Am besten lässt sich es wohl dadurch erklären, dass man einfach während des Prozesses Dinge weiß. Also man weiß, es ist wie ein Gedanke, ein eigener Gedanke. Und man weiß nicht genau, wo der herkommt, weil er eben durch diesen Flaschenhals des Unterbewusstseins bis ins Bewusstsein kommt. Da weiß man auf einmal, okay, da ist jetzt die Farbe blau oder die Oberfläche rau oder sowas. Und es wird dann eben immer komplexer, immer zusammenhängender. Dann fängt man an, Sinneseindrücke mit Dimensionen in Relation zu setzen, fängt an, erste Zeichnungen zu machen, die Dinge dreidimensional zu modellieren sozusagen. Also das hat man tatsächlich früher und teilweise noch heute mit Knete gemacht oder Ton. Also man hat das so getöpfert quasi, um das Target dreidimensional darzustellen. Kann man natürlich auch auf Papier, wenn man gut zeichnen kann. Und dadurch wird die Wahrnehmung immer komplexer. Also man baut es quasi Stück für Stück zusammen. Was allerdings sehr selten ist, dass man ganz konkret vom geistigen Auge das Target vor sich sieht. Also das kann passieren, das ist dann eine starke Bilokalität, aber das ist dann eher auch in den höheren Stufen wünschenswert, statt in den Anfangsstufen, weil wenn man in den Anfangsstufen schon ein ganz konkretes Bild hat, dann ist es schwierig, das wieder loszuwerden. Wenn das halt ein falsches Bild ist, also sogenannte analytische Überlagerung, vom Verstand generiert, dann kann man im Prinzip die Session beenden, weil man von diesem Fantasiebild quasi nicht mehr loskommt. Und deshalb ist es wichtig, das halt Stück für Stück zusammenzubauen, immer neutral zu bleiben. Und man erfährt ja am Ende meistens sowieso, was es war. Also wenn es ein Feedback gibt zu dem Target. Und also so Augenblicke vom geistigen Auge, die habe ich auch schon erlebt, die kommen selten mal vor. Auch dadurch selten, weil man die Augen eigentlich meist offen hat beim Viewen. Ist auch empfehlenswert, weil sonst driftet man im Prinzip ins Fantasieren ab, wenn man die Augen zu lange schließt. Und jetzt Ausnahme ERV, also Extended Remote Viewing, das macht man ja in einer Art Trance. Also das haben wir auch am Monroe-Institut damals gemacht, wo man quasi außerkörperlich geht, aber derjenige noch sprechen kann währenddessen, der dann im Monitor eben erzählt, was er gerade erlebt und so. Das ist dann aber wieder ein anderes Protokoll. Und so bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mal einen Exoplaneten geviewt. Das war, glaube ich, Epsilon Eridani B, glaube ich. Also auch damals gerade entdeckt. Und der war halt so in der interessanten Zone um seinen Stern, wo es halt flüssiges Wasser geben könnte und so. Und hatte ich eine Solo-Session drauf. Also ich wusste nicht, worum es geht. Und ich habe halt schon gemerkt, okay, das ist kugeliges, so ein bisschen wolkig und so. Und auf einmal ploppt habe ich gezwinkert und da ploppt dieses Bild vor mir auf. Und ich sehe wirklich für einen Sekundenbruchteil diesen Planeten vor mir. Also der hatte wolkige, blau-grüne Atmosphäre und einen Ring wie Saturn, der allerdings dunkelrot wirkte.
Und ich habe kurz auch den Stern gesehen, der war so orangefarbt und das hat offenbar den Ring so eingefärbt quasi. Und das habe ich dann hinterher auch nachgeschaut. Es scheint tatsächlich ein orangener oder roter Zwerg zu sein. Oder Riese, müsste ich nochmal nachschauen. Also die Farbe passte schon vom Spektrum her. Und das war wirklich so ein Moment, als wäre ich kurz da gewesen. Ich habe wirklich diesen Planeten von Weitem gesehen. Aber das kommt sehr selten vor im Remote Viewing. Also normalerweise ist es so, dass du einfach weißt, okay, da ist jetzt das und das und das hat so eine Form und das steht mit diesem Aspekt so in Beziehung und so weiter. Das beschreibt man dann immer detaillierter im Laufe des Protokolls quasi. Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist sehr gut nachvollziehbar und verständlich. Mhm. Eine Frage, die kam, die jetzt wieder in eine ganz andere Richtung geht, ist, gibt es beim Remote Viewing auch sowas wie Traumaarbeit? Mich würde interessieren, ob man quasi in seine eigene Vergangenheit schauen kann oder ob das für einen zu emotional ist. Also kann man theoretisch schon. Da würde ich allerdings eher empfehlen, dass man es jemand anderen viewen lässt, weil wenn das Unterbewusstsein merkt, okay, man ist da jetzt in so einer eigenen Geschichte drin, dann kann es auch sein, dass das blockiert, ohne dass man es merkt. Also dass da keine Daten kommen. Und indem man es halt jemand anderen viewen lässt, also sofern der sowas viewen möchte, eben auch etwas heftigere Targets, dann ja, kann man zumindest beschreiben, okay, was ist da wohl passiert und wie kann man das jetzt quasi auflösen? Wie kann man das für sich selbst aufarbeiten? Und dann, es geht über das Remote Viewing an sich nicht, weil das ist ja nur eine Informations-, also man bekommt Informationen dadurch. Man kann aber genau beschreiben, was dann zu tun ist, um damit umzugehen. Ja, und dann geht es eben interdisziplinär weiter, zum Beispiel zum tiefenpsychologischen Coaching oder so. Also dass man das, man bekommt die exakte Information, mit der man arbeitet und reicht das dann eben weiter, um das durch die Selbsterfahrung dann auch aufzuarbeiten. Ja, ist man bei sowas, interessiert mich jetzt da auch, darauf vorbereitet? Ich meine, wenn man sich in so etwas reinwagt, dann muss man ja quasi mit dem Schlimmsten rechnen. Ne? Und Trauma findet ja auf allen möglichen Wegen statt und da gibt es ja ganz horrende Geschichten auch. Hast du sowas schon mal erlebt oder kann man, wie hält man das dann aus oder wie hält man das? Also es kann schon spürbar sein. Es kommt immer auf den Viewer an. Je nachdem, ich sag mal, wie bilokal man in die Emotionen einer Person eintaucht oder wie tief. Ich kenne zum Beispiel einen Fall, das war so ein Vermisstenfall, wo wir mal hinzugezogen wurden. Das war noch ganz am Anfang. Da wussten wir überhaupt nicht, dass es um Vermisstenfall geht. Also da hat irgendjemand aus dem ganzen Netz so alle halb ausgebildeten oder autodidaktischen Viewer zusammengesucht, was eigentlich auch sehr fahrlässig ist. Und da war es dann so, dass einer der Viewer, der ist in den emotionalen Zustand dieser vermissten Person gekommen, also die lebte zu dem Zeitpunkt noch und die war eben schwer deprimiert, hatte psychische Probleme und ist dann später eben auch verstorben, also erfroren oder so, soweit ich mich erinnere. Und der eine Viewer, der hatte dann 3 Tage lang Depressionen davon. Und das lag daran, weil keine Detoxing-Techniken verwendet wurden. Es gibt Techniken, also nennt sich Detoxing und Herausführung, dass man sich selber von diesen fremden Bewusstseinsinhalten trennt und sich auch selbst aus dem Target herausführen kann. Und das war eben den Leuten damals nicht bekannt, weil da eben keiner komplett von ausgebildet war. Aber heute ist es wirklich eine Standardtechnik, um gerade bei schwierigen Targets sich da selbst rausführen zu können und sich eben auch von diesen Bewusstseinsinhalten zu trennen. Und das kam im Grunde, soweit ich weiß, durch Lynn Buchanan auf. Ist auch ein Remote-Viewing-Veteran aus der Einheit damals. Weil aus der Stargate-Einheit, ne? Unter anderem, ja. Also der hatte ja alle paar Namen, einen anderen, also alle paar Jahre so einen anderen Namen. Stargate war dann, glaube ich, die letzten 5 Jahre. Wie hat es vorher geheißen? Das weiß ich gar nicht, glaube ich. Also die Reihenfolge habe ich jetzt nicht ganz genau drauf, aber da gab es dann eben Gondola Wish, was gab es da noch für Namen? Grill Flame, Center Lane, Dragoon Absorb, alle möglichen seltsamen Projekte. Das ist ja interessant. Guck, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kenne das nur unter der Stargate-Bezeichnung. Ja, das ist halt der letzte Name, den es hatte. Und dadurch ist es dann auch über die Presse auch bekannt geworden.
Und im Grunde ist das ja durch verschiedenste Agenturen auch gegangen. Also es denkt ja jeder CIA und so weiter, aber das war eben auch mal DIA und ich glaube auch mal ganz kurz Air Force und Army, INSCOM und so weiter, wurde immer durch die Agenturen gereicht, weil es eben auch so ein bisschen so ein Schmuddelkind war, weil man sich damit nicht wirklich sehen lassen wollte, aber sie haben es eben trotzdem benutzt. Und ja, also um zu der Frage zurückzukommen, wie war die nochmal? Ich habe gerade den Faden verloren. Oh, jetzt habe ich den Faden auch verloren. Ich glaube, wir haben bei der Traumaarbeit angefangen und sind dann so ein bisschen irgendwo abgedriftet. Ist aber nicht weiter tragisch. Gerissen, ja. Genau, ist ja hochinteressant alles. Also es war im Prinzip könnte man halt sagen, Lynn Buchanan, wo wir bei Stargate waren. Ja. Ich glaube, der war auch noch zur Zeit dabei, als das Stargate hieß. Und der hatte halt ein Erlebnis. Also der konnte sich sehr gut in Personen hineinversetzen beim Viewen. Und der hatte halt ein Erlebnis, da haben die irgendeinen Senator als Target bekommen, der im Verdacht stand, seine Frau umgebracht zu haben. Wusste man aber nicht. Und er hat den halt geviewt und dann ist er ja nach der Arbeit quasi nach Hause gefahren ins Wochenende und ist so auf der Heimfahrt im Kopf seine Besorgungen, die er machen wollte, Erledigungen durchgegangen. Und da kam dann sowas wie Einkaufen, Auto waschen, auftanken, Rasen mähen, meine Frau umbringen. Und dann hat er sich auf einmal erschrocken, weil er hatte diesen Gedanken, seine Frau umbringen, als wäre das sein eigener Gedanke. Und das war dann eben von diesem Senator offenbar der fremde Bewusstseinsinhalt, den er komplett bei sich verinnerlicht hatte, also nicht trennen konnte. Und da ist er dann erstmal rangefahren für eine Stunde und hat erstmal quasi sich davon so detoxed, also diesen Bewusstseinsinhalt versucht, aus seinem eigenen System rauszukriegen, bevor er dann nach Hause fährt und da irgendwas riskiert. Und daher kommt das im Prinzip, diese Detoxing-Techniken. Und er war da halt, also er lebt auch noch, ist da halt ein Viewer, der sich da extrem gut rein vertiefen kann. Es gibt sogar Geschichten, dass er mal Saddam Hussein geviewt hat, bei diesem ersten Golfkrieg, und dass sich plötzlich seine Stimme verändert hat. Die wurde dann dunkler und dass sogar die Augenfarbe sich verändert hat, soll dann braune Augen bekommen haben und so. Und das hat auch eine Sekretärin, die dort arbeitete, dermaßen erschreckt, dass sie quasi schreiend nach Hause gerannt sein soll. Und am nächsten Tag kam sie aber wieder, nur wollte davon nichts mehr wissen. Und das sind schon so extrem starke bilokale Effekte, die da durchaus in seltenen Fällen auftreten können. Also wir hatten es jetzt noch nicht so stark. Wie gesagt, es waren dann eher so Sachen wie, dass dann jemand 3 Tage Depressionen hatte, weil er sich aus dieser depressiven Person nicht richtig gelöst hat. Da gibt es durchaus schon sehr heftige Vorfälle. Ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich bin vor Jahren mal in einem Workshop als Teilnehmer gewesen. Der Workshop wurde von Tony Stockwell und meiner Freundin Fleur, die ist Medium, geleitet. Und da ging es um Psychic Investigation, was ja auch so ein bisschen in die Richtung Remote Viewing geht. Nur, dass wir ohne Protokoll dort gearbeitet haben, sondern immer in einzelnen Teams. Und das Einzige, was uns gezeigt wurde, war immer ein Foto von jemandem. Mhm. Und dann mussten wir uns intuitiv reinfühlen, was ist mit dieser Person passiert. Es gab dann so eine ganz kurze Prämisse, beispielsweise, das ist die Clara, die ist 7 Jahre alt, die verlässt ihr Haus, um zur Schule zu gehen, aber sie kommt nicht in der Schule an. Was ist passiert? Mhm. Und es war hochspannend, weil diese Workshops sind natürlich hauptsächlich von Frauen besucht, immer noch leider. Und vielleicht, ich sag mal, 3/4 Frauen, 1/3 Männer. Von den Frauen sind über die Hälfte gegangen in der Mittagspause, weil sie diese Art von Arbeit nicht tragen konnten, weil sie gemerkt haben, sie kommen da emotional an ihre Grenzen. Was interessant war, ist, dass ich bin jemand, ich kann keinen Film gucken, der in irgendeiner Weise eine Spannungskurve hat. Also sobald das irgendwie spannend wird, bin ich raus aus der Nummer oder muss mir die Augen zuhalten oder muss den Raum verlassen. Deswegen gibt's bei mir wirklich nur ganz seichte Unterhaltung. Aber bei diesem Thema war ich total drin und habe das auch emotional überhaupt nicht gespürt oder an mich rankommen lassen und konnte erstaunlicherweise da sehr schön
mithalten, auch was mich extrem überrascht hat, weil ich ja so sensibel bin, so ein Sensibelchen in der Richtung. Aber ich habe die Frauen beobachtet, die wirklich da emotional so involviert waren, dass sie gesagt haben, wir müssen das abbrechen, wir können das nicht weitermachen. Ja, und da sind eben solche Detoxing-Techniken gut. Also, dass man sich selbst davon distanzieren kann. Das ist dann so ein bisschen wie der Mordkommissar, der dann jede Woche seine Leiche quasi hat. Im Gegensatz zu einem hochsensiblen Menschen, der dann erstmal 10 Jahre traumatisiert ist, wenn er sowas sieht. Also es kann auch nicht jeder machen, es kommt immer auf die Person an. Und in Remote-Viewer-Kreisen hat man so No-Go-Listen. Da schreibt man drauf, was man auf keinen Fall als Target bekommen möchte. Und das müssen die Projektleiter dann eben auch akzeptieren oder respektieren. Und ja, es gibt eben Leute, die machen alles. Also ich mache zum Beispiel auch alle Targets, die man sich vorstellen kann. Ich kann mich da auch gut quasi detoxen durch die Erfahrung. Dann gibt es eben so Klassiker auf No-Go-Listen, sind halt sowas wie Gewaltverbrechen, Vermisstenfälle, auch Außerirdische, weil es da auch zu seltsamen Bewusstseinsinteraktionen kommen kann. Also dass sie einen mal festhalten vom Bewusstsein her und so, das möchten dann manche auch nicht erleben. Und ja, also deshalb gibt es, wie gesagt, diese No-Go-Listen, dass man da quasi nichts in der Richtung bekommt. Es kann natürlich auch immer passieren, also selbst bei harmlosen Übungstargets, sagen wir mal, da ist irgendeine hohe Brücke als Target, dass der und der Viewer, der hat eine Höhenangst, dass die dann auf unterbewusste Weise getriggert wird und er dann quasi sich sehr unwohl fühlt in der Session. Dann kann man eben auch eine Herausführung machen, insofern, dass man sagt, okay, wenn du dich an der Stelle unwohl fühlst, dann geh mal irgendwo hin im Target, wo du dich wohlfühlst, meinetwegen vor die Brücke oder unter die Brücke. Und von da an kann er das dann trotzdem noch weiter beschreiben, also ohne, dass man das jetzt komplett beenden müsste. Aber gerade diese emotionalen Sachen, die sind dann schon etwas heftiger. Also ich kenne auch jemanden, der hat mit einer etwas anderen Technik, die nennen das so Verkörperungstechnik, das ist so eine Art Aufstellungstechnik, dass man sich quasi ein Informationsfeld überstülpt und dann selber sozusagen das channelt, was da kommt. Und der hat von jemandem eine vermisste Studentin als Target bekommen, das war einfach so ein Zeitungsartikel. Und was ihm dann passiert ist, er hat plötzlich gemerkt, also er hat keine Luft mehr bekommen, ihn hat das Genick total nach hinten gerissen und er konnte gerade noch so quasi krächzend rausbringen, nimm das Target von mir runter, ich ersticke und so weiter. Und dann kam, also ein paar Tage später kam dann raus, dass diese Studentin tatsächlich stranguliert wurde von einem Ex-Freund. Irgendwie war das Genick auch, glaube ich, angebrochen oder so, irgendwas in der Richtung, also so eine Verletzung halt. Und das war dann genau, wie er das empfunden hat, in dem Moment, als sie gestorben ist. Und das hat er halt so stark mitbekommen, dass sich das sogar auf seinen Körper ausgewirkt hat in dem Moment. Und ja, sollte man nicht unterschätzen, wie gefährlich das teilweise auch sein kann, wenn man sich da nicht richtig abgrenzt. Ja. Ja, super spannend. Wir sind jetzt leider schon wieder so ein bisschen an unserem Zeitlimit angekommen und haben noch nicht alle Fragen beantworten können. Stefan, darf ich dich einladen, noch eine zweite Folge mit mir aufzuzeichnen, um durch den Fragenkatalog zu gehen? Dann würden wir die nächste Woche ausstrahlen. Dann würde ich mich für heute verabschieden und mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken. Und nächste Woche gibt es dann mehr mit Stefan. Ja, gerne. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.